Ja, liebe BMW-3-Freunde und Freunde der E-Mobilität, ich freue mich wie ein Schnitzel und zwar, ich bin wieder in meinem i3. Er ist zurück. Und zwar habe ich ihn nach über einer Woche zurückbekommen. Ich konnte den Mini wieder abgeben und ja, wollte euch jetzt nochmal kurz auf dem Laufenden halten, was denn nun passiert ist. Ja, wir hatten den Wagen ja in die Werkstatt gegeben, weil wir Probleme hatten mit dem Klackern während des Ladens. Jetzt habe ich diesen Fachbegriff wieder vergessen. Ich glaube, Ladeschütz oder so heißt das Ding. Der hat beim AC-Laden regelmäßig, unregelmäßig geklackert. Laut Aussage von BMW soll der einmal klackern, nämlich wenn er sie aktiviert, dann macht es klack, klack und dann beginnt der Ladevorgang. Hier ist das andauernd passiert. So. Der zweite Punkt war, das habt ihr ja in dem einen oder anderen Video gesehen, dass die Ladekurve, die Ladegeschwindigkeit in den ersten 30-35% nicht über 20, 22, maximal 27 kW hinausging. Jetzt bin ich schon wieder bei kmh und kW. Heißt also, er hat nicht wie normalerweise so ab den ersten Prozent schon gleich über 40 kW geladen, sondern diese besagten paar 20. Zwei Dinge also, die mir ein bisschen komisch vorkamen, also bin ich zu BMW gefahren und die haben dann auch den Wagen gleich da behalten, hatte ich euch ja schon in einem vorherigen Video erzählt. Und ja, was ist denn, was haben sie gemacht? Es wurde ein Update aufgespielt. Also die erste Stufe ist das E-Update auf der aktuellsten Form bzw. ja, Stand, denke ich mal, den haben sie mir aufgespielt. Und Ergebnis davon ist im Endeffekt, soll jetzt alles toll, besser, neuer und schöner sein. Und was eben noch dazu kam, ist, um dieses zu initialisieren, müssen alle Sensoren auch kalibriert werden, unter anderem auch der Sensor oder die Sensoren, die mit dem Rex zu tun haben. Also mussten sie den Wagen komplett leer fahren. Stromtechnisch leer fahren und auch benzintechnisch leer fahren. Das haben sie getan, sind 300 Kilometer durch die Gegend gebürstet und dabei haben sie dann festgestellt, das habe ich leider jetzt nicht aufnehmen können, aber das ist eben die Aussage des meines Service Beraters, der sagte, ja, ich habe diese Probefahrt auch selber gemacht und dabei gab es eine Fehlermeldung vom Rex. So, der Rex hatte dann angezeigt, dass es eine wie nennt sich das, die Motorkontrollleuchte ist angegangen. Das ist ja eigentlich nie ein gutes Zeichen, auch in dem Fall nicht. Und es wurde festgestellt, dass die Lambda-Sonde zu tauschen ist und die Injektoren. Also keine billige Operation, heißt also, der Wagen hat ja noch Gewährleistung, ist jetzt anderthalb Jahre alt, dementsprechend muss ich da nichts zahlen. BMW München hat sich aufgeschaltet und hat gesagt, okay, einmal tauschen. Heißt also, wieder leer fahren, alles ausbauen, das ist wohl eine relativ, ja, was heißt relativ, ist wohl eine größere Sache, weil dafür muss eben alles raus, der E-Motor raus, der Benziner raus. Mit dem Ergebnis, dass jetzt wohl soweit alles funktionieren soll. Heißt also, der Rex fährt sich jetzt wieder normal. Ich habe zwar jetzt damals jetzt nichts festgestellt, was da unnormal lief, außer dass der hin und wieder mal zur Wartung aufgefordert hat oder zum Wartungslauf. Aber was mich natürlich interessiert, ist die Ladegeschwindigkeit. Die Ladegeschwindigkeit, und ich habe ja auch noch eine Ladesäule, bei der ich immer Schwierigkeiten habe, bei der ich Schwierigkeiten habe, mit diesem Auto zu laden. Ich habe jetzt festgestellt, es liegt scheinbar an dem Auto, weil alle anderen Autos können dort laden. Ich habe nochmal mit Stromnetz Hamburg gesprochen und die haben mir erzählt, welche Autos da in der Vergangenheit laden konnten. Heißt also, keine
Probleme hatten. Und bei mir war es ja so, dass der Wagen gar nicht akzeptiert wurde. Das heißt, ich habe ihn angestöpselt und dann ist er gleich wieder rausgeflogen. Auch sowas soll mit diesem neuen Update behoben sein. Also, das Klackern soll weg sein. Die Ladegeschwindigkeit soll wieder in alter Stärke sein und es soll eben, das Ladeprotokoll soll sich verbessert haben, sprich der Austausch zwischen Auto und Säule, weil ich hatte die Mitteilung bekommen von einem anderen i3-Fahrer, der dort geladen hat, dass er dort eben mit einem Charge-Now-Fahrzeug hundertprozentig laden konnte, also keine Einschränkung. Das bringt mich jetzt dazu, erstmal mit dem Auto hier eine Ehrenrunde zu drehen, um es endlich wieder zu haben. Wir haben den Wagen schon sehr vermisst und sind dahingehend auch froh, dass eben der Mini nicht mehr da ist. Was kommt jetzt? Also ich würde euch jetzt einmal kurz auf meiner Ehrenrunde hier mitnehmen und wir fahren einfach mal zu dieser Säule und gucken uns die Säule an und gucken, ob er tatsächlich auch lädt. Das wäre jetzt, der Wagen ist zwar ziemlich vollgeladen, also in der Tat haben sie den auch nochmal richtig vollgeladen, um zu gucken, ob es funktioniert, sowohl an einem AC-Lader als auch an einem DC-Lader. Dementsprechend ist BMW-seitig wohl wieder alles in Ordnung. Die nächste Instanz wäre wohl der Austausch der Ladeeinheit, der aber auch sehr teuer ist. Deswegen hat man da jetzt erstmal drauf verzichtet und ist der Meinung, dass eben das Software-Update hier die Ursache allen Übels beseitigt. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also ich bin guter Hoffnung und er fährt sich gut, wie immer. Also gar keine Frage. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir da an dieser Ladesäule ausrichten können und ob mir sonst irgendwas auffällt. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Sprint her gut, da gab es ja noch nie irgendwelche Einschränkungen. Den Rex werde ich auch noch mal testen bei Gelegenheit, einfach um zu gucken, ob auch dieser Fehler weg ist, den ich ja nie hatte, aber der scheinbar bei BMW da doch aufgetreten ist. Also das ist ja schon, sag ich mal, Glück gehabt, dass das bei mir nicht passiert ist, beziehungsweise nicht auf einer Langstreckenfahrt passiert ist, wo ich den auch dann hätte gebraucht oder mich drauf verlassen und naja, dann geht er nicht. Also den richtigen Fehler, ja, weiß man dann auch nicht, woran es liegt. Fakt ist eben, das ist das, was die Tiefendiagnose von BMW erreicht hat, also diese Fehlermeldung. Und naja. Jetzt kann man natürlich philosophieren, was da der Grund ist, ob das jetzt irgendwie an der wenig Nutzung liegt oder am Material oder ob einfach das Verbrennertum aufgibt oder ob es daran liegt, dass es für diesen Einsatzzweck der falsche Motor ist. Also es ist, glaube ich, relativ schwierig, da jetzt eine Lösung zu finden. Aber egal, Hauptsache er läuft wieder. Und hält das nächste halbe Jahr durch, also sprich so lange, wie der Wagen noch läuft. Und der nächste hat dann sowieso keinen Rex mehr. Und dann ist das Thema sowieso erledigt. Ja, jetzt ist natürlich wirklich die große Frage, die ich mir stelle, funktioniert er jetzt hier an der Ladesäule? Ich hoffe, hier ist jetzt nicht so viel los, es ist Samstagnachmittag. Beim Einkaufen, da ist natürlich immer ein bisschen mehr los.
Schauen wir mal. Ladesäule ist auf jeden Fall frei. Ich probiere es jetzt wirklich auch nur aus. Nicht, weil ich laden muss, sondern weil es mich einfach brennend interessiert, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe diese Ladesäule immer die Ladesäule des Grauens genannt. Eben genau aus dem Grund, weil sie einfach nie zuverlässig geladen hat. Ist gut jetzt. Weil sie nie zuverlässig geladen hat. Und das wollen wir jetzt mal gucken, wie das sich jetzt hier verhält. Ich nehme euch ja mal mit und zeige euch das mal. Und ich bin gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Bis gleich. So, das ist die Säule. Ihr kennt sie sicher, ich habe ja schon das eine oder andere Video da gedreht. Jetzt muss ich mich entschuldigen, hier ist direkt an der Straße, hier ist natürlich viel los. Inklusive Motorradfahrer. So, jetzt machen wir mal streng nach Vorschrift hier. Nehmen uns den CCS. Kontakt. So, jetzt kommt der große Moment. Nimmt er sie? Ich werde bescheuert, er nimmt sie nicht. Es hat sich nichts geändert. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, also. Tja, so viel zur ersten Euphorie. Das war nix. Heißt also, er hat sie nicht genommen. Andersrum, die Säule hat das Auto nicht akzeptiert. Eigentlich sollte das jetzt auch nicht mehr der Fall sein, weil ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll hier alleine mit der Säule. Es liegt ja wohl faktisch nicht an der Säule, weil alle anderen Autos laden können. Werde ich also mitteilen, BMW. Und mal gucken, was passiert. Und mal gucken, wie das jetzt auch mit dem Klackern beim Laden ist. Und ob sonst noch irgendwelche Einschränkungen gab oder gibt, die es vorher gab. Und ja, ist schade, jetzt war ich so euphorisch und jetzt dachte ich, ich könnte hier an der nächsten Säule, die hier wirklich da platziert ist, wo wir auch jedes Wochenende einkaufen, dann während des Einkaufens einfach laden. Aber es geht eben nicht. Es ist einfach zum Kotzen. Sorry, aber das ist echt ernüchternd. Gut. Ja, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, ich werde zu Hause, also ich werde den Wagen leer fahren und werde ihn dann zu Hause aufladen, um zu gucken, ob das Klackern weg ist, um das einfach auch zu prüfen. Und dann werde ich als nächsten Schritt zum Schnelllader fahren, wo man die Ladegeschwindigkeit sehen kann. Ich habe leider kein Android-Telefon, sonst könnte ich das mit dieser App wohl machen, aber das soweit bin ich noch nicht. Da muss ich mir mal leihen, mal gucken, wie das funktioniert. Also Fakt ist, ich werde jetzt erstmal langsam laden, dann werde ich schnell laden, um zu gucken, ob die beiden Themen erledigt sind und hoffen, dass wir wenigstens da einen Haken dran machen können. Und hier bezüglich dieser Säule werde ich sowohl mit BMW als auch eben mit dem Betreiber Stromnetz Hamburg nochmal sprechen. Weil das ist natürlich mucksch. Da bin ich echt mucksch, das geht gar nicht, dass das einfach weiterhin nicht funktioniert. Weil eigentlich soll es da keine Schwierigkeiten mehr geben. Und an dieser Säule lade ich 3 Kilometer weiter auch ohne jegliche Probleme. Also irgendwas ist da ja, stimmt da ja nicht. Da lasse ich jetzt nicht locker, da will ich endlich wissen, was da los ist. Und ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Jetzt freue ich mich trotzdem, dass der Wagen wieder bei uns ist und dass ich oder wir uns da wieder dran erfreuen können, damit wir durch die Gegend fahren können zum Büro und weiß ich nicht. Ja, insofern würde ich sagen, beende ich damit mein heutiges Video, soll nur ein kurzer Zwischenstand geben und wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis ganz bald, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss.